Tschüss, Johnny. Johnny? Okay, nur ich. Dann machen wir kurz nochmal an. Endlich. Warum sind Sie so vorgebeugt? Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Kann ich springen? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Eingesperrt? Ja. Seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Ach, natürlich. Glaubst du, Yorinobu weiß was? Vieles hätte ihn hellhörig werden lassen können. Es gibt keine andere Erklärung, mich hier festzuhalten. Ich überzeuge sie, dich freizulassen. Nicht gut, was jetzt? Nicht gut. Was jetzt? Wir können nicht mehr warten. Ich muss hier weg. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Aber natürlich. Wo bist du? In der Victor, Stadt. Meinem Ripper-Doc. Unter einem kleinen Laden namens Misty's Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Aber natürlich. Bist du das, wie? Oder... Nee, ich bin es. Ich nehme die Dinge in die eigene Hand. Ja. Oh, Katze, da, Katze. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein. Wir warten zusammen. Ach komm. Ja, ich kann sie sogar streicheln. Das ist Mr. Brightman. Wir haben den Kleinen im Müll hinter der Klinik gefunden. Glaube, hast du ihn etwa weggeschmissen? Nicht nur er. Oder anderen auch. Alter, wie lange waren wir hier nicht mehr drin, ne? Soll ich mich anlehnen? Soll ich irgendwie... Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Ja. Klar, gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse. Und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Jawohl, wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Fangen wir an. Ich bin bereit. Wir beginnen mit dir, wie? Lege meine Karte hin. Der Narr. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise. Die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind. Neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach dem Wie, den ich kennengelernt habe. Ist es David? Der Magier. Was ist der Magier? Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay. Definitiv, Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Mhm. Der Teufel. Oh. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Es ist kein Witz, weh. Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung, Kontrollverlust, Aggression, das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie. Was heißt es denn? Der Mond steht für Rätsel. Will ich deinen Hund hecheln? Ich glaube, mein Fahrer ist da. Darf ich mich umdrehen? Hm. Ich glaube, das ist für dich. Ja, mein Paket. Warte, ist das...
Eine Arasaka-Limo? Ja, leider. Ja, ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und jetzt arbeitest du für die? Meinst du, ich weiß das nicht mehr? Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber ich hatte keine Wahl. Verrat an einem Freund kannst du nicht rechtfertigen. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Ja, ich komm gleich. Zum Schlechten. Ah. Hier landet also Arasakas beste Technologie. Charmant. Wie meine beste? Achso. Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Ach, Alter. Ey, Mann, also wirklich. Ja, hatte ich gerade einen Kieferbruch. Genau. Hat gerade vorher gesagt, dass ich dir deine Fickfresse poliere. Du erinnerst dich doch noch daran, oder? Oh ja. Aber ich weiß auch noch, worüber wir damals geredet haben. Tja. Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst. Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben 2 Atombomben im Arasaka Tower hochgehen ließ. Ja? Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen. Das ist richtig. Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Nein. Ich bin nicht paranoid. Bitte sag mir, dass ich nicht paranoid bin. Johnny ist gerade mit Blockern unterdrückt. Und Arasaka ist mir egal. Für mich geht's hier um Leben und Tod. Mhm. Ich hab dich im Auge. Na, mach das. Du fährst aber, ne? Ich darf mir mal die schöne Fahrt sehen. Wir sind fast da. Warum hat sie sich nicht gemeldet? Ja. Hanako. Hilf mir auf die Sprünge. Was hast du hier gleich noch verloren? Oder ich? Master V und sein Chauffeur. Vorsichtig, okay? Wenn du meinen Wagen crashst. Bin ich etwa dein Chauffeur? Ja. Das war nicht vereinbart. Mit mir auch nicht. Klugscheißer. Nee. Also, halt die Klappe und fahr. War mir nicht schon mal... Wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Ach, hier vorne. Ja, nee, okay, da waren wir noch nicht. Und jetzt zum lustigen Teil. Die Limo ist Arasakas, aber hinterm Checkpoint sind Wachen postiert. Verhalte dich natürlich. Ich meine, verhalte dich ruhig und es wird schon klappen. Mach mir hier keine... keine Kommandos. Halt. Schönen guten Tag. Ja, die Fahrzeugpapiere natürlich habe ich hier Handgepäck. Ist alles in Ordnung? Bis auf Beitres darf niemand das Anwesen betreten. Ja, die Fresse. Was zum Teufel? Ich mach das auf meine Art. Bist du völlig durchgeknallt? Scheiße, verdammt. Was jetzt? Die lassen uns nicht in ihre Nähe. Tja, dann müssen wir uns den Weg eben freiräumen. Na, geil. Du, was du nicht lassen kannst. Du holst Hanako. Ich bin beim AV. Oh, da hinten sind richtig geile Autos. Ich bin im Schlafzimmer, im mittleren Teil des Gebäudes. Oh. Anders, geh den AV holen. Aber zuerst müssen wir die 4 Wachen neutralisieren. 4 Wachen? Wie? Ist das klar? Sicher, neutralisieren. Ich störe ihre Funkverbindung, damit sie keine Verstärkung. Na, wie geht's dir? Oh, eine geile Brille haben wir jetzt. Gott, Alter. Alles für die Rüstung. Oh. Kacke. Wie war das nochmal? Selbstmord, ne? Bringt der Sicherheit selbst um. Kann ich die Autos endlich fahren? Stimmt irgendwann mal. Komischerweise. Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der da hinten zum Cyberpsycho wird. Ich weiß nicht warum.
Ja, kann auch bloß so eine falsche Vermutung von mir sein, aber ich hab so das Gefühl. Da hat man ganz schön viele Möglichkeiten frei gehabt. Diagnose Cyberpsychose. Sie wird an den Nachwirkungen noch sterben. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, weil Arasaka holt gerne Verstärkung. Sie wissen, dass ihr hier seid. Ihr müsst sie neutralisieren. Allesamt. Ja, warte kurz. Kodira wieder überlastet. Hier irgendwann. Ah, jetzt geht's wieder. Vorsicht. Drinnen sind noch 5 weitere Wachen. Und ach so. In der Garage links. Gib dir doch keine Deckung, Arasaka-Schwein. Cool. Jetzt geht's schon wieder los. Hey, das ist doch kacke. Was hab ich denn bei den Einstellungen gemacht? Hallo. Guck mich an. So, überhitzt. Du machst Selbstmord. Du siehst mich ja nicht, das heißt, du kannst kurz schließen. Wieso ist das strafbar? Wusste ich jetzt gar nicht. Es macht 4000 Schaden. Wie viele Leute waren das nochmal? Ich habe schon vergessen zu zählen. Ah, da ist noch einer. Ja. Immer bloß mit Überhitzen und so rumlaufen. Macht das doch gerade witzig. Hallo. Hallo, na? Geht er an? Ah, naja. Oh, das waren jetzt die Arasaka-Leute. Sneaky Beaky like, ne? Also bitte. So, Konzerne sollten eigentlich wissen, was gut für die ist. Ja. Du lebst ja noch. Dürfen wir natürlich keine Zeugen zurücklassen. Wer sind wir denn? Die Waffen können wir doch bestimmt. Ja, können wir die noch verkaufen? Ich weiß es nicht. Neutralisiert die Elite-Wachen. Die neutralisieren sich eher selber, als dass alles andere passiert. Oh, du bist auch gleich weg. Das war keine Elite-Wache. Ist die überhaupt besser? Nein, natürlich nicht. Wie kacke ist denn bitte schön die Waffe? Haben wir oben noch irgendwie welche? Zing, zing. Wo steckst du? Hallo? Bonjour? Ich muss mal kurz hier raus. Ich habe noch nie einen so durch ein Fenster gehen sehen. Na, ja, wenn es auch mal klappen würde. Natürlich klappt das nicht. Ah, das Bad. Ach komm, weißt du was? Ach, da unten bist du. Ja, warte kurz. Entschuldigung, ich komme zu Ihnen. Ich möchte nur. Hi. Das hat Schaden gemacht. Was eine Elite-Wache.
Hallo. Bitch.